Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich würde mal sagen, Umbari, was kannst du mit uns in diesem Raum erzählen? Diese Albino-Dinos, sie scheinen sich uns zuzuwenden, wenn wir mit ihnen sprechen. Okay. Ich würde mal sagen... Du kannst ja nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Du kannst es nicht lösen. Na, andersrum. Nein, doch richtig rum gewesen. Ich werde es ja gleich sehen. Jetzt sind doch alle wieder. Hä? Oh, ich musste gar nicht. Okay, das ist dann doch einfacher als gedacht. Ja, dann so runter. Und dann bitte so rum. Ich dachte, ich musste immer den Raum wechseln. Dann einmal hier rum. Bin ich ja mal gespannt. Oh, tatsächlich Bosskampf. Erstellen bitte. Okay, dann einmal überschreiben. Okay, I'm ready. Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können, aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser ein Mario auf Eis zum Geschenk machen. Komm, Kristallkönig. Bung und Bung. Das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. Maximaler KP 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Autsch, das tut schon sehr weh. Aber er schrumpft auch nicht.
Warte mal, hat Cooper vielleicht. Mit Feuerpanzer bessere Chance. Mach jetzt mit Hammer, glaube ich, nicht so viel Schaden, ne? Dann mache ich ganz normal den normalen Sprung. Und dann einmal Mitglied wechseln auf Sushi. Und Tsunami. Nein, ich bin eingefroren. No. Auch Landung. Wie böse die dabei guckt. So, Tsunami. Die Hälfte hätten wir gleich geschafft. Ich weiß nicht, wie man den blocken soll. Ey. Fand ich jetzt nicht fair. Ich nutze tatsächlich da mal Beamspit. Obwohl, ne? Dann lassen wir das mal. Das aktiviert sich ja automatisch. Dann mache ich einmal Tsunami. Dann kann ich ja jetzt hier auch noch den Superpilz einsetzen. Glück. Komm, setz mir noch mal Buhu ein. Mit Fächer, Lady. Ah, stimmt, der Krieg. Ich Dummkopf. Verteidigung. Wieder hat sich geheilt. Dann. Was? Was so? Nun gehst du auf die Verteidigung. Mhm.
Und setz mal das ein. Mann, ich weiß doch nicht, wie ich den blocken soll, du Arsch. Kann ich den vielleicht irgendwie paralysieren? Ich hab doch gedrückt zusammen, aber Mann, ich hasse diesen Bosskampf. Jetzt teilt er sich schon wieder. Boah. Okay, das ist schon ein anstrengender Bosskampf. Ich weiß nicht, wie man den blocken soll. Mann. Ich weiß echt nicht, wie ich den blocken soll. Nein, ich Dummkopf, aber ich hasse es. Ja, es. Ich habe ja eh noch einen Lebenspilz, von daher. Habe ich eigentlich noch einen Lebenspilz? Nein, toll. Jetzt habe ich so richtig. Mist. Na doch, komm. Weh, du heizt dich. Weh, du heizt dich. Du Arsch. Mann, nicht im Kopf. Wegen blöder Koopa. Mann, ey, das ist jetzt... Meine Konzentration lässt mich im Stich. Jetzt zieht der Hammer ab. Nur 6. Nicht, wie ich den blöden Strahl blocken soll. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich keine PP-Punkte mehr, um zu gucken, wer ist.
und seine Angriffskraft ist dann auf 8. Ich habe verloren. Ist denn das ist jetzt der richtige? Sorry. Mann, wie soll man den blocken? Bitte heile dich, bitte heile dich, bitte heile dich, bitte heile dich, bitte heile dich. No. Das ist mies. Das ist mies. Wir müssen den ja noch mal scannen. Mach mal den hier. Und dann noch mal den hier. Okay. Glück. Komm, Sushi. Und diesmal lasse ich mir Zeit. Okay, das macht schon mal sehr guten Schaden. Aha, man kann es doch blocken. Okay. Das ist kein Problem. Aber ich weiß zumindest, dass man das blocken kann. Aber nicht, wenn ich eingefroren bin. Ja, heil dich du nur. Thank you.
Dann mache ich einfach mal den Superbeben, ne? Das ist wirklich ein sehr schwerer Bosskampf. Wie ist das immer da vorne? Ja, hi, du dich. Haben wir dann noch so ein Angebot? Weißt du was? Dann heile ich mich auch mal. Komplett. Das ist wirklich ein sehr harter Bosskampf. Weißt du was? Ich riskiere es jetzt einfach mal. No. Oh Mist. Okay, ist nicht. Es ist nicht immer der Erste. Mann. Das heißt, ich kriege jetzt 8 Schaden. Ich greife jetzt mal den letzten an. Auch nicht. Ich hasse es. Ich mag diesen Bosskampf nicht. Nein! Das ist so knapp jetzt. Und jetzt heilt er sich bestimmt, ne? Nein, tut er nicht.
Ich habe noch einen Lebenspilz, also von daher. Also. Wenn er sich jetzt nicht heilt, habe ich vielleicht noch gute Karten. Greife jetzt erstmal den am Anfang an. Okay, das war er schon mal nicht. Oh, ich habe noch den hier. Oh Gott, wir haben ihn geschafft. Halleluja. Oh, ich hab Level Up, yay. Das hat sich jetzt gelohnt. Oh nein, der letzte der hohen Sterne. König Bowser, vergib mir. Entweder schaut der letzte Stern nicht gerade erfreut, oder es ist ein Schnauzbart. Kapitelende. Reedstar. Der letzte der Sterne wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun, mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario Bowser und dem Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternenstab zurückerlangen, oder bleiben alle Wünsche ungehört? Weiter und weiter, mal gucken. Muss doch jetzt erstmal wieder ein Abschnitt mit Peach kommen, oder nicht? Oh Mario, ich frage mich, was er wohl jetzt gerade macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich hast du ihm geholfen. Mario geht es sicher gut. Du solltest stolz auf deine Taten sein. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Ich hoffe, du behältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Oh, Prinzessin Peach, euer knuddeliger alter Bowser ist da. Yikes. Können wir zum Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten? Kommt schon, zeig mir euer Lächeln. Ich habe dir nichts zu sagen. Oh, sei nicht so gemein. Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne. Besser, ihr gewöhnt euch daran. Bowser, Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten. Oh ja, armes dummes Gehör. Mit dem Sternenstab bin ich unbesiegbar. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt. Findet euch damit ab. Eure Verknalltheit, wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er es ja tatsächlich auftaucht. Was? Mario! Gut, hör zu, Kamikupa. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt auf ihm vor. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Trauma beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fesse sie sofort, wenn sie nochmal entwicht werden, Köpfe rollen. Ab mit ihrem Gott. Nein, bitte. Du großer Koopa, zeig der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt. Was ist das für ein Piepsen?
ins kleine... Was ist das für ein piepsendes, kleines, glitzerndes Ding? Und Fatty? Bort, verzieh dich. Twink! Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los! Nein! Mein Name ist Friedstar Mario. Das hast du gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast nun alle hohen Sterne gerettet. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüberzutreten. Meine Kraft soll dir helfen, den Sternstab zurückzuerobern, Bowser zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Und Prinzessin Peach zu retten, natürlich. Und das ist mein Schnurrbart. Nicht so groß wie deiner, aber auch prächtig. Marios Sternkraft erhöht sich auf 7. Mario hält die Sternkraft fort und weg. Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Mario, alle zurück zum Sternenschnuppengipfel. Von dort aus bereiten wir dir den Weg zum Sternenhafen. Der Name dieses Weges lautet Sternenweg. Wer hätte das gedacht? Bereist du den Sternenweg, wird er dich in Sternenhafen führen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Könntest du mich nicht zurück nach Toadtown teleportieren? Jetzt muss ich den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Och Mensch. Mach die ganzen Treppen laufe ich bestimmt nicht nochmal. Muss die Treppen nochmal laufen. Aber nur bis hierhin. Tschüss. Blup. Und doch nicht wirklich, dass die ganzen Treppen wieder zurücklaufen. So, die Folge wird jetzt extra lang, weil ich gehe erstmal in dieser Folge zurück zu Toadtown. Und offscreen werde ich mich erstmal mit vollen Items vollstatten. Damit ihr das nicht sehen könnt, dann können wir direkt in der nächsten Folge Richtung... Sternengipfel gehen, ohne Vorbereitung. Also die Vorbereitung mit Items mache ich offscreen. Andererseits gibt es dann bestimmt im Sternhafen auch einen Itemshop, also von daher. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ach komm, ich habe eh genug Münzen. Und weg. Dass du... Nein! Oh Mensch! Ich habe meine Münze mit aufgesammelt. Ach gut, okay. Haben wir es ja fast geschafft. Was machst du denn hier? Und wo ist unser Rivale? Na, sorry, für heute bin ich durch mit Kämpfen. Heute bin ich durch. Unser Rivale ist weg, oben nur gesagt. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Oh Mensch. Na gut, wenn ihr das unbedingt haben wollt, hier bitteschön. Ihr wolltet das so, dann kriegt ihr das auch so. Toll. Gibt's doch mal so. Reicht auch deswegen nicht. Ach Mensch. Au. Genau. Nimm die ganz großen Steine. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Thank you.
Wenn es noch so einer kommt, dann riss ich aus. So, einmal. Und da gehe ich mich direkt hier heilen. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Tauton wieder. Ich sage bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin. Mario, ich bin kurz angenickt und als ich aufwachte, lagen all diese Sachen hier. Und das Eigenartigste war, dass der Boden völlig nass war. So als ob hier Schnee geschmolzen wäre. Glaubst du, dass dir jemand das alles als Geschenk hinterlassen hat? Aber wer würde das tun? Das werden wir irgendwann mal vielleicht erfahren. Bis dahin, tüdelü.